Hallo, meine lieben Aktienfreunde, die Earnings Season, sie hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Spannende Unternehmen haben ihre Geschäftszahlen veröffentlicht und werden wir uns jetzt Netflix, Tesla und BlackRock mal anschauen. Gucken wir mal, was ist da passiert und ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau, Kursniveau momentan ein Kauf? Ich habe übrigens alle drei Aktien im Depot, also langfristig scheine ich irgendwie von den Aktien angetan zu sein. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich die zum aktuellen Kurs kaufen würde. Also ist trotzdem spannend. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es ums langfristig investieren. Das heißt, wenn du lang genug dabei bist, dann können dir die aktuellen Earnings egal sein. Allerdings, auch wenn du aussitzt, die aktuellen Earnings sind sehr interessant, denn sie werden wahrscheinlich zeigen, wohin jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Reise geht an der Börse. Denn wir haben ja ganz schön Druck in der Pipeline, Kursdruck sozusagen. Da habe ich ja auch hier einen Chart gemacht, hier auf dem Blog. Top 50 Dividendenaktien im Sommer 2022. Und hier ist der Druck. Das sind alles die Auslöser des Drucks, was dann jetzt in die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession mündet. Und an der Börse übersetzt zu Kursverlusten. Jetzt natürlich die Frage, ja, die Kursverluste hatten wir ja schon. Haben wir den Boden erreicht? Ja oder nein? Und da muss man jetzt mal schauen, wenn die Gewinne wegbrechen von den Unternehmen, wenn die Aussichten enttäuschen, dann wird es vermutlich weiter nach unten gehen. Dann war das jetzt erstmal nur eine Zwischenbodenbildung mit einem kurzen Hoch. Ihr seht ja hier, ist der S&P 500, das durchschnittliche KUV. Und ihr seht ja auch, dass es hier momentan hoch geht. Oder sind die Aussichten gar nicht so schlecht und die Gewinne brechen nicht ein? Dann kann es sein, dass wir weiterhin steigende Kurse sehen. Insofern ganz, ganz interessant, wie ich finde. Und dann steigen wir auch mal ein, und zwar mit Tesla. Tesla haben wir hier jetzt gecovert. Das Earnings Update habe ich geschrieben. Wir schreiben ja jetzt, haben uns, wir fokussieren uns auch auf mit unserem neuen Mitarbeiter David Sauceda. Darauf viele aktuelle, aber trotzdem fundierte Artikel zu veröffentlichen, viele Earnings-Updates, aber auch, wenn es mal an der Zeit ist, gegebenenfalls einen Crash-Report. Und bei Tesla hatten wir was ganz Seltenes in der letzten Zeit. Die Aktie stieg um 10% nach den Earnings. Die Ergebnisse scheinen also nicht so schlecht gewesen zu sein oder vielleicht doch. Gucken wir uns mal an. Mich haben sie ehrlich gesagt nicht vom Hocker gehauen oder vom Sockel gehauen. Tesla hat ja die an relativ, ja, sie haben ja die Produktionszahlen schon rausgegeben. Anfang des Monats waren es 155.000 und war damit deutlich weniger als im Vorquartal. Ihr wisst, es lag an Shanghai Gigafactory mit dem Lockdown in erster Linie. Hier ist das Quartal, da seht ihr, dass es rückläufig war. Wussten die Analysten natürlich schon, haben auch die Schätzung vorher schon runter reduziert aufgrund des Lockdowns. Diese Schätzungen wurden leicht übertroffen, weil die Schätzungen lagen bei 250.000. Surprise plus 2%. Bruttomarge hat etwas gelitten, unter anderem starker Dollar. Ihr kennt die Geschichte. Habe ich auch auf dem Aktienfinder-Blog hier was drüber geschrieben, wie die Wechselkurse die Unternehmensgewinne ja auch beeinflussen, inklusive einer Liste mit 100 Profiteuren davon. Das sind sogar mehr als 100 vom starken US-Dollar. Weil Tesla macht ja einen Teil seiner Umsätze, wie ihr wisst, auch im Euroland und gar nicht so wenig. Also wir haben hier die Umsätze nach Region und dann seht ihr hier unter Other ist dann auch Europa. Das ist der Großteil davon ist Europa, China und Vereinigten Staaten sind die größten Einzelnationen, aber 30% und davon ist vieles in Europa und das wird jetzt natürlich weniger wert in US-Dollar bilanziert. Außerdem auch noch auf die Margen gedrückt die Schließung von der Gigafactory Shanghai über mehrere Monate. Trotzdem Umsatz, Earnings per Share hat man geschlagen und das ist ja Umsatz und Earnings per Share, das worauf die Leute ganz am Anfang gucken immer, sobald irgendwelche neuen Zahlen veröffentlicht werden. Diese Zahlen hier, das sind Key Performance Indicators, sind alles Key Performance Indicators, aber diese Key Performance Indicators, die sind branchenspezifisch, sind auch Tesla-spezifisch, also wie viel Stück hat man produziert und wie war die Marge bei diesen produzierten Automobilen. Genau, wichtig jetzt noch, wie ist die Aktie bewertet oder sagen wir mal noch kurz,
Warum ist die Tesla-Aktie um 10% gestiegen? Ich würde sagen, zum einen, weil Elon Musk keinen Bock geschossen hat, als er die Zahlen präsentiert hat. Das ist ja auch schon passiert mit dem Optimus beispielsweise. Die Investoren sind eher konservativ. Die wollen zum Beispiel wissen, gibt es ein neues Modell, wann kommt der Cybertruck? Und da hat der Elon Musk jetzt nochmal geliefert. Mitte des nächsten Jahres soll die Produktion starten. Mit den Eskapaden von Elon Musk muss man leben, das ist auch ganz klar. Wir hatten ja jetzt wieder eine Eskapade gehabt im letzten Quartal mit Twitter, hat er auch Aktien verkauft für mehrere Milliarden, was auch den Aktienkurs gedrückt hat. Jetzt wird es ein Gerichtsverfahren geben. Ja, gut, das ist halt leider so. Da kauft man sich mit seinem Genie mit ein, die Eskapaden. Aber wenn ich mir so die letzten Wochen angucke, kann es sein, dass er jetzt so ein bisschen zurückrudert. Wäre auch nicht schlecht. Es gab ja auch einen Brief von SpaceX-Mitarbeitern, die sich über ihn ausgelassen haben. Also er muss da schon ein bisschen drauf achten, auf jeden Fall. War allerdings schon immer ein schwieriger Mensch. Wer die Biografie gelesen hat von Elon Musk, die ich gelesen habe, der weiß das auch. Aber ja, es läuft trotzdem und es läuft nicht schlecht. Der Ausblick ist positiv. Eine der Stärken von Tesla, das ist, dass sie sehr gut sind, nicht nur in der Produktion, sondern auch beim Managen der Lieferketten. Und was den Investoren sicherlich auch gefallen hat, war die Aussage, dass sie genügend Batterien haben. Das ist ja ein Nadelöhr in der Produktion für das komplette Jahr 2022. Und dass sie riesige Ambitionen haben, das weiß man ja spätestens seit der Absichtserklärung Teslas in einer neuen Zusammenarbeit mit Panasonic. Steht alles im Detail hier drinnen, inklusive der Wettbewerbsvorteile, die Tesla hat. Interessant ist jetzt die Bewertung der Tesla-Aktie. Da scheiden sich ja auch die Geister jedes Mal. Und man kann Tesla tatsächlich bewerten, beispielsweise mit dem KUV. Wir haben hier den Umsatz. Und wenn wir einfach mal nur das KUV auf die letzten 10 Jahre nehmen, so hier ist es, dann sieht man hier auch den fairen Wert. Und wenn wir hier logarithmisch vorgehen, dann sieht man noch ein bisschen mehr. Da sieht man auch, dass das KUV sich schon, oder dass der Aktienkurs sich schon an dem KUV orientiert mit relativ großen Über- und Untertreibungen. Ich finde den Zeitraum gar nicht schlecht angefangen von 2012, weil wir hier drei Phasen haben. Wir haben Tesla schon mal eine Phase, wo Tesla eine Hype-Aktie war, wenn ich das so ausdrücken darf, in einem KUV von bis zu 9 tatsächlich. Tesla war ja schon mal ein Tenbagger hier, hat Tesla schon mal eine Rendite erzielt, sieht man hier von 900 plus Prozent. Das braucht man, um ein Tenbagger zu sein. Allgemein übrigens, Tesla ein hervorragendes Langfristinvestment, hier mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 53%, das ist also schon ordentlich, aber sehr unregelmäßig verteilt, so in Schüben quasi und dazwischen dann mehrere Jahre Seitwärtsbewegung. Wir haben hier also die erste Phase, die erste Hype-Phase, je nachdem, wo Tesla teuer war. Dann haben wir eine Phase, wo Tesla teilweise sehr günstig war, mit KUV, das sieht man hier auch noch gut, von unter 2, 1,37, also ist echt günstig gewesen. Aber natürlich damals auch ein Hochrisiko-Investment, denn wir erinnern uns, laut Aussage von Elon Musk, Tesla war ja fast pleite gegangen, Wochen von der Pleite entfernt, glaube ich. Und davon ist ja jetzt keine Rede mehr. Heute geht es nur noch darum, ist die Aktie noch viel zu teuer oder kann man es noch vertreiben, die Aktie zu kaufen? Wir haben hier auch, das machen wir auch immer in dem Earnings Update, wir gucken uns ja auch die Renditeerwartung ab und sagen, wie die Aktie sozusagen, ja, wie man die bewertet. So, wir machen es also mit dem KUV. Wenn du das tust, und du hilfst dann den kompletten Zeitraum reinnehmen. Mit den drei Phasen hast du ein Durchschnitts-KUV von 7,6. Das finde ich soweit in Ordnung. Das kann man rechtfertigen. Und wir haben aktuellen KUV hier von 14, also deutlich, deutlich drüber. Aus dieser Perspektive aus ist Tesla klar überbewertet. Da wäre nämlich der faire Wert lediglich wieder erliegen bei 444 US-Dollar. Aktie kostet aber 816 US-Dollar. Auf der einen Seite haben wir so eine ganz starke Überbewertung, und das siehst du dann auch hier. Wir haben also erstmal eine negative Renditeerwartung, wenn man die Aktie zum Beispiel für
800 US-Dollar kauft auf das Jahr 2023, also Ende 2023. Interessant ist halt bei Tesla, je länger man die Aktie hält und wenn die Analystenprognosen sich dann bewahrheiten, umso höher ist dann auch der faire Wert der Aktie, weil ja der Umsatz steigt, und umso höher ist dann auch die Renditeerwartung. Dabei sind die Analystenschätzungen hier noch relativ konservativ. Also wenn man jetzt hier das Umsatzwachstum anschaut für das Jahr 2023, nicht fürs laufende Geschäftsjahr, ist das Umsatzwachstum bei 40% und 2024 nur 27%. Das ist also jetzt nicht so viel, denn Elon Musk hat ja gesagt, Absichtserklärung 50% Wachstum im Jahr, also Stück Wachstum, und damit käme man vermutlich schon über ein Umsatzwachstum von 27%, wenn nicht, ich glaube, ich habe gerade falsch gesagt, Stücke, die Anzahl der produzierten Autos und ausgelieferten Autos um 50% wachsen sollen. Also es ist eher eine konservative Schätzung. Und jetzt, je länger man dabei bleibt, umso positiver die Renditeerwartung. Kurzfristig würde die Rendite nach unten gehen, also haben wir eine Renditeerwartung von minus 30% kurzfristig, wenn man für 816 Dollar kaufen würde. Aber schon hier aufs nächste Geschäftsjahr wäre es mehr oder weniger eine Nullnummer, und dann aufs übernächste Geschäftsjahr betrachtet hätte man eine positive Renditeerwartung, und das ist aufs Jahr gerechnet, also nicht insgesamt absolut, von 9,5%, also deutlich weniger als das, was man früher mit Tesla im Mittel gemacht hat, bei über 50%, aber es ist ja schon mal positiv. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt ist der Kurs halt schon wieder gestiegen, ne? Er war ja schon deutlich günstiger, er lag beispielsweise hier vor kurzem bei 650 und ganz kurz sogar noch drunter, und er wäre dann aus den 9,5 19,3 geworden. Wer von Tesla überzeugt ist und langfristig investieren will, der könnte die Aktie auch theoretisch noch zum jetzigen Kurs kaufen. Ist natürlich, wie gesagt, das kurzfristige Rückschlagspotenzial drin, das ist bei der Aktie immer da. Ich sehe, um mal hier so ein kleines Fazit zu ziehen, die Zahlen waren jetzt nicht so berauschend, aber es war aus meiner Sicht zu viel Pessimismus eingepreist in der Aktie, hat sich auch in einem verstärkten Short-Selling wieder manifestiert, und dieser Pessimismus, der entweicht jetzt ganz einfach aus der Aktie und führt die jetzt wieder nach oben. Wer von Tesla überzeugt ist und meint, er kann mit der Volatilität zurechtkommen, auch auf langfristige Sicht, der kann sich mit der Aktie anfreunden. Sie ist nicht günstig momentan mit den 815 US-Dollar, aber er kann sich mit der Aktie wenigstens anfreunden, und wichtig ist halt, dass man als langfristiger Investor dann halt auch die Höhen und Tiefen dieser Aktie quasi mitmachen kann, dass man das erträgt, weil ihr seht, die ist sehr schwankungsfreudig in beide Richtungen, und falls das der Fall ist, dann bin ich relativ optimistisch, dass wir dann auch mal wieder, dass wir auch neue Höchstkurse sehen werden, denn ich halte Tesla für nach wie vor sehr, sehr wettbewerbsfähig und Marktführer mit vielen Wettbewerbsvorteilen, die haben wir auch hier, ich will es nicht zu arg strapazieren, man kann es ja kostenlos lesen, den Artikel, die habe ich hier mal auch aufgeführt. Wir haben unten noch die Aktienfinder Scorecard, und da haben wir die drei Strategien, zwei Dividendenstrategien, und die kommt Tesla natürlich nicht für in Frage. Und dann haben wir Gewinnwachstumsstrategie, und dann seht ihr hier Gesamtscore von 7. Ist also keine glatte 10, sondern in Anführungszeichen nur 7. Warum? Zum einen wegen der kurzfristigen Renditeerwartung. Die gucken wir immer aufs nächste Geschäftsjahr. Was können wir da noch für eine Rendite erwarten auf dieser relativ kurzen Haltedauer, die aber auch relativ wenig Glaskugel ist, im Gegensatz zu, wenn man noch weiter nach hinten guckt, und das ist die Renditeerwartung negativ, deshalb gab es da 0 Punkte. Auch bei der Gewinnstabilität, das sieht man hier, Tesla ist erst in die Puschen gekommen, aber wenn man ein Unternehmen sucht mit stabil langfristig steigendem Gewinn, da ist das ja hier noch nicht der Fall. Da geht alles noch, geht noch sehr viel in Richtung Zukunft. Und auch beim Management haben wir halt hier die Ambivalenz von, sag ich mal, Genie und Wahnsinn. Und beim Marktumfeld, das ist auf der einen Seite, hat enormes Potenzial. Die kompletten Verbrenner werden jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren in Industrieländern vermutlich ausgetauscht werden durch elektrifizierte Fahrzeuge. Das ist ein enormes Potenzial da.
auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es sehr, sehr herausfordernd. Und da ist Cutting-Edge-Technologie dabei, Lieferkettenprobleme und natürlich die Konkurrenz schläft auch nicht. Deshalb jetzt auch keine 10 von 10, sondern lediglich 7 von 10 Punkten. Also Tesla, es bleibt dabei eine Glaubensfrage, aber momentan eher wieder auf der positiven Seite, meine ich. Haben sich gestern auch super geschlagen bei einem Nasdaq, der knapp 2%, glaube ich, verloren hat. Haben die sich noch in den grünen Bereich gerettet. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann schauen wir uns mal die nächste Aktie an. Und das wäre Netflix. Was ist da passiert? Netflix hat auch gewonnen in den letzten Tagen. Ich glaube, gestern haben sie natürlich wieder Federn gelassen. Aber was ist passiert? Bei Netflix haben wir ebenfalls die Key Performance Indicators, die auch ganz spezifisch sind, nur für Netflix. Und das sind einmal die Anzahl der Abonnenten, das Wachstum bzw. das Schrumpfen momentan und dann noch Average Revenue per User. Also wie viel Geld wurde gemacht mit einem Abonnenten. Und das sind wichtige Kennzahlen. Dann haben wir ja so Standardkennzahlen. Bei denen haben wir jetzt auch noch den Free Cashflow eingenommen. Im Gegensatz zu Tesla. Warum? Weil es zeigt die Grafik hier. Netflix hat bis auch ganz vor kurzem und auch jetzt im letzten Geschäftsjahr wieder mit dem Cashflow zu kämpfen. Und es hat, obwohl hier Gewinne ausgewiesen worden sind und ausgewiesen werden seit langem, gerade ganz auffällig in der Periode von 2015 bis 2019, dass sie da so viel Geld Mittelabflüsse hatten und sich dann auch nochmal finanzieren mussten, obwohl da Gewinne ausgewiesen wurden. Da haben sie ihre Netflix Originals quasi ausgebaut, ihre Eigenproduktion, haben die dann aktiviert und über mehrere Jahre abgeschrieben. Deshalb wurden dann da Gewinne erzielt, aber der Free Cashflow war negativ. Das Management sagt, die werden jetzt Free Cashflow positiv sein und Free Cashflow positiv bleiben. Kann auch gut sein, dass sie es schaffen. Der Ausbau der Studios etc. ist jetzt abgeschlossen. In der Bilanz stehen ungefähr 60% jetzt schon Netflix Originals. Die werden das Angebot jetzt auch nicht mehr groß ausweiten. Hier war das auch eine Phase der Ausweitung, um eben konkurrenzfähig zu bleiben. Also deshalb hier auch Free Cashflow. Der war jetzt auch positiv, allerdings nur relativ schwach. Und dann die Standardkennzahlen: Umsatz, operative Marge, Earnings per Share. Wichtig hier an der Stelle die Anzahl der Subscriber. Und die waren negativ, fast 1 Million auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Analysten haben geschätzt, das sieht man hier, dass Netflix 2 Millionen verlieren wird. Das heißt, es war positiv. Und Average Revenue per User ist auch ein bisschen nach oben gegangen. Trotz des starken Dollars, auch hier wieder der starke Dollar ist ein Problem. Nur ganz kurz, gut, der starke Dollar ist ein Problem, weil ihre Umsätze werden, da haben wir es auch irgendwo geschrieben, knapp 60% der Umsätze werden außerhalb der USA erwirtschaftet. Kann man auch hier im Aktienfinder vermutlich sehen, wenn man auf die Region geht, dann zählt die United States knapp 41% Umsatzanteil und der Rest natürlich außerhalb dann der USA, außerhalb des Dollarraums. Auch hier ein Problem mit den Wechselkursen. Das heißt, stecken hier schon drinnen, die Wechselkursverluste und trotzdem haben sie noch in Dollar den durchschnittlichen Abo-Preis, den sie kriegen pro Benutzer, etwas gesteigert um 2%. Sie haben es gesteigert, weil sie die Preise erhöht haben. Zum Anfang diesen Jahres in mehreren wichtigen Märkten, auch in den USA, auch in Deutschland, Großbritannien, Irland etc. Und das wiederum hat nicht nur dafür geführt, dass der AM hoch ist, sondern auch, dass die Anzahl der Abonnenten runter ist. Und von da aus war das keine Überraschung, beziehungsweise von daher kommt es auch, dass die Analysten gesagt haben, wir schätzen, dass viele Leute abspringen werden, beziehungsweise 2 Millionen abspringen. Die haben ja über 200 Millionen Subscriber, also sind noch genügend da, ja. So ist es nicht. Die Zahlen an sich sind aus meiner Sicht durchaus in Ordnung. Ihr seht auch, es ist immer noch Wachstum da, auch beim Umsatz, beim Gewinn pro Aktie.
ist soweit okay. Was für mich auch noch wichtig ist, das ist natürlich der Ausblick und wie das Management auf die Herausforderung reagiert. Darauf sind wir hier auch eingegangen. Das Management hat im Prinzip zwei Strategien, wie sie das Ganze machen wollen. Zum einen möchten sie Kunden, die sehr preissensitiv sind und auch Kunden, die abgesprungen sind, wieder zurückholen, indem sie günstigere Tarife anbieten, die werbebasiert sind. Und zum anderen schätzt Netflix, dass es rund 100 Millionen, also quasi ein Drittel der Zuschauer, gibt, die von Netflix, wenn man Abonnenten anschaut, die schwarz schauen. Und hier testet, also hier geht Netflix nicht mit der Brechstange vor und droht mit einem Rechtsanwalt oder so irgendwas, hätten sie auch machen können, sondern man versucht das Ganze intelligent zu lösen über neue Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich lasse meinen Nachbarn oder so auch noch mitgucken, einfach mal für einen kleinen Obolus mehr. Da gibt es unterschiedliche Modelle und ich finde das ganz intelligent, kreativ und kollaborativ, auch im Sinne der Kunden gemanagt. Ich denke, da hat man auch schon da kann man dann auch schon ein Einsehen haben mit der Brechstange, da wird man eher mit Trotz reagieren und sagen, dann können die mich mal, dann gehe ich woanders hin. Aber ich finde das schon ganz gut, wie das Management das macht. Und bin insofern ganz zuversichtlich, dass Netflix da tatsächlich auch durchkommt und dass die Aktien auch wieder steigen wird. Die ist ja auch schon gestiegen jetzt die letzten Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man sieht es auch hier. Ist natürlich ein weiter Weg bis ganz nach oben. Und ob wir hier die solche Kurse von knapp 7 US-Dollar in den nächsten Jahren wieder erreichen werden, sehr unrealistisch. Die Aktie war auch vielleicht einfach viel zu hoch bewertet. Hier mit KUVs von teilweise 10 und noch drüber. Momentan ist KUV bei 3,2. Und wir haben auch hier gesagt, wie kann man Netflix bewerten? Wir haben uns auch hier für das KUV entschieden. Und dann seht ihr hier die Renditeerwartung und hier seht ihr sie nun wieder abhängig vom Einstandskurs. Dann machen wir das mal kurz. Und zwar hier ist das KUV. Das KUV haben wir dann ein bisschen nach unten korrigiert, weil wir haben jetzt einfach eine andere Phase tatsächlich. Von Netflix ist es eher eine Phase relativ langsamen Wachstums. Ist also, wir haben hier Umsatzwachstum gehabt zwischen 20 und 30%. Und jetzt kann man eher damit rechnen, dass für die nächsten Jahre wir ein Umsatzwachstum von 10% haben werden. Deshalb bin ich dann auch hingegangen und habe das hier nach unten korrigiert. Man könnte hier ganz konservativ 3,2 machen. Das ist nämlich das, wie Netflix momentan bewertet wird vom Markt, die Aktie. Ihr seht, dass die viel, viel teurer war hier in der Vergangenheit. Und wenn wir das machen, dann haben wir eine Renditeerwartung auf das übernächste Geschäftsjahr von 8%. Ist jetzt quasi so ein bisschen wie der Markt aufs nächste Geschäftsjahr, aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres von 6,3%. Ist jetzt also nicht das, was man von einer Tech-Aktie eigentlich erwarten würde an Wachstum. Aber Netflix ist halt jetzt nicht mehr die Tech-Aktie, für die sie früher gehandelt wurde, sondern halt eher in Anführungszeichen, ich meine tatsächlich relativ konservatives Investment, was jetzt erstmal in einer Umbruchsphase sich befindet. Das Management macht aus meiner Sicht eine ganz gute Figur bei Netflix. Ich glaube, deshalb bin ich in dem Artikel auch noch hingegangen und habe das KUV ein bisschen nach oben korrigiert tatsächlich. Und schon leichte Korrekturen, wie ihr hier seht, von 3,2 auf 3,5 führen dazu, dass man hier eine ganz andere, schon eine deutlich höhere Renditeerwartung hat, also von 8 auf 12%, also um die Hälfte höher. Und hier dann aufs nächste Geschäftsjahr hier auf 13% schon. Also die Netflix-Aktie tatsächlich, die halte ich für interessant und auch relativ aussichtsreich. Ist halt ein Pure Play, sage ich mal. Die ist nicht diversifiziert und es gibt starke Konkurrenten, aber ich denke, Netflix ist der Marktführer im Streaming-Bereich. Die haben interessante Angebote und die bringen immer wieder auch neuen Content. Und sie haben auch ein bisschen Schutz vor Rezession, weil es gibt den schönen Begriff Escapism. Wenn die Leute viele schlechte Nachrichten kriegen und viele Probleme haben,
dann lassen Sie sich gerne ablenken von dem Problem, was dann allzu menschlich ist. Und da wäre Netflix einer, von dem man sich ablenken lassen kann. Insofern, ich halte auch Netflix die Treue und halte es für langfristig auch noch ein aussichtsreiches Investment. Ich bin übrigens mit Netflix in den Miesen noch dazu gesagt. Und bei Tesla bin ich im Plus, bei Netflix bin ich leider in den Miesen. Es war halt eine Umbruchsphase und es war schwer zu erkennen, auch bei PayPal und anderen Unternehmen, worauf das hinausläuft. Aber jetzt denke ich, hat sich der Nebel so ein bisschen gelichtet und kann man es besser einschätzen. Dann kommen wir mal zur Nummer 3 und das wäre BlackRock. Also jetzt war es ganz anderes und ihr seht, dass wir hier einen Gewinnrückgang haben um 30%. Und BlackRock hat natürlich, größter Vermögensverwalter der Welt, auch Probleme mit der aktuellen Situation. Also gehen wir aber erstmal zu den Kennzahlen. Und hier die Key Performance Indicators. AUM heißt Assets Under Management, das verwaltete Vermögen. Weil BlackRocks Geschäftsmodell ist ja, da was abzuzwacken in erster Linie. Sie haben auch noch andere Geschäftsfelder, kann man auch im Aktienfinder sehen. Aber hauptsächlich verdienen sie ihr Geld nicht mit Beratung beispielsweise, sondern mit Vermögensverwaltung. Hier dieses grüne Investment Advisory, Investment Fees vor allem in Securities. Und da ist natürlich das verwaltete Vermögen ganz wichtig. Je mehr verwaltetes Vermögen, umso mehr kriegt man an Gebühren dafür. Wichtig auch der Net Inflow, das heißt, wie viel Kundengelder sind ins verwaltete Vermögen geflossen, wie viel ist abgeflossen. Und dann natürlich die Standardkennzahlen, die Umsatz, Marge, Gewinn pro Aktie und bei BlackRock auch ganz wichtig die Dividende, die um 5% knapp erhöht worden ist. Und ihr seht hier alles rot bezüglich der Surprise, das heißt, die Zahlen von BlackRock lagen unter den Erwartungen der Analysten und fielen also entsprechend vermutlich auch schlecht aus, denn die Aktie ist dann, glaube ich, auch gefallen tatsächlich. Wir gucken uns die Bewertung hier nachher auch an. Und wichtig auch gegenüber dem Vorjahresquartal. Und ihr seht hier, Asset Under Management hat 11% verloren. Die hatten schon über 10 Milliarden, das sehen wir hier irgendwo, die hatten schon über 10 Milliarden, 10 Billionen, Entschuldigung, US-Dollar, verwaltetes Vermögen. Jetzt haben sie knapp 8,5 Milliarden. Hat in erster Linie damit zu tun, dass die Börsenkurse gesunken sind. Insofern ist auch das verwaltete Vermögen gesunken, ganz klar. Trotzdem haben wir noch 90 Milliarden Fluss in BlackRock gehabt als Vermögensverwalter. Sieht man auch, wie stark der ist. Obwohl wir schwere Börsenphase haben, gibt es immer noch mehr Kundengelder, die da reinfließen in ihre Produkte. Aktiv gemanagte Fonds allerdings haben Gelder verloren. Um die, Moment, müssen wir mal gucken, irgendwo habe ich es aufgeschrieben, ich glaube 10 Milliarden oder so. Haben sie verloren, aktiv gemanagten Fonds? Muss man mal gucken. Ich sehe es gerade nicht. Könnt ihr dann lesen. Das ist zum Beispiel auch ein schlechtes Zeichen für T. Rowe Price Group, ne? Die hauptsächlich aktiv gemanagte Fonds haben. Da hat dann tatsächlich BlackRock einen deutlichen Vorteil. Wenn man die Zahlen sieht, könnte man auch Angst haben, dass zum Beispiel die Dividende gekürzt wird. Weil ist ja hier alles rot, beziehungsweise hier geht ja alles runter. Gucken wir uns das Ganze mal an, hier den Qualitätscheck und dann sieht man, okay, freier Cashflow, Gewinn pro Aktie, muss man sich keine Sorgen erstmal machen, dass die Dividende gekürzt wird. Gehen wir gleich mal jetzt in die Bewertung rein und zwar hier. Und was nehmen wir denn da? Sollen wir mal gucken, wie wurde denn die Aktie hier bewertet? Ist ja ein kleines Handwerk. Hier seht ihr, das hat übrigens der David Saucedo geschrieben. Er hat die Aktie bewertet mit dem Gewinn bereinigt bilanziert, was jetzt keinen so großen Unterschied macht. Wir nehmen einfach mal, würde ich sagen, alles und dann gucken wir mal, was so die anderen Zahlen sagen. Also der operative Cashflow ist relativ stark abweichend, den machen wir mal raus. Wir können jetzt sogar noch die Dividende reinnehmen hier. Und da seht ihr gleich, dass anhand der Dividendenrendite die BlackRock-Aktie sehr interessant zu sein scheint. Aktuelle Dividendenrendite bei 2,8%. Im Schnitt über den hier prognostizierten Zeitraum waren es nur 2,4%. Wir sehen auch, dass BlackRock hier
stark überbewertet war, mal wieder über einen Zeitraum von über einem Jahr. Auch hier haben wir eine Phase gehabt von einer starken Überbewertung und jetzt hier die entsprechende Korrektur. Und was wir auch sehen, ich zoome mal näher ran, dass die Aktie momentan mehr oder weniger fair bewertet ist. Man rechnet jetzt ja erstmal noch mit Gegenwind. Gegenwind von der Vermögensverwaltung, das verwaltete Vermögen etc., sodass die Gewinne und Umsätze stagnieren bzw. sogar leicht rückläufig sein sollen. Ja, auch einfach Stichwort Rezessionsgefahr, alles was ich am Anfang des Videos schon gesagt habe. Und von der Perspektive aus wäre dann der faire Wert aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres, liegt ja zwischen, je nachdem, was ich nehme, 570 und 620 US-Dollar bei einem Kurs von 630 US-Dollar. Macht BlackRock, also für kurzfristiges Investment, nicht unbedingt zu seiner interessanten Aktie, dann wäre die Rendite hier Erwartung negativ bei minus 6,9%. Aber hier, wenn man das Ganze längerfristig anschaut, dann kommt man hier schon auf eine positive Renditeerwartung, wenn man einfach nur der Aktie die Treue hält bis zum Ende des übernächsten Geschäftsjahres, beziehungsweise, Moment, ich muss nur mal gucken, ja, bis zum Ende 2023. Das hier war sehr kurzfristig, das wäre tatsächlich nur ein halbes Jahr gewesen, halbe Dauer. Hier sind es 1,5 Jahre, immerhin schon mal aufs Jahr eine Renditeerwartung von 5%. Und falls es wieder auffällt, die Situation, normalerweise gehen ja Rezessionen bzw. Schwächephasen an der Börse nicht über mehrere Jahre, gab es auch schon, aber oft sind die relativ kurzlaufend. Und falls dann das Geschäft wieder anzieht, dann seht ihr hier positive Renditeerwartungen von immerhin schon 9,3%. Und die ganze Zeit dazwischen gibt es eben hier hübsche Dividende. Ihr seht, wie stark die Dividendenrendite hier schwankt innerhalb kurzer Zeit. Wir hatten hier noch, als die Aktie so stark bewertet war, nein, umgekehrt, hier, als die Aktie so stark bewertet war, eine Dividendenrendite von lediglich 1,7%. Kurz vorher waren es noch die 3% und jetzt kratzen wir dann wieder an den 3%. Also aus Dividendensicht wäre das jetzt schon interessant. Aus der Sicht, was man hier in der dynamischen Aktienbewertung sieht, dass wir hier jetzt erstmal in eine schwere Phase reinlaufen, das ist das hier. Da wird dann halt klar, dass wir ein erhöhtes Risiko haben tatsächlich. Und dass es auch wieder zu einem Rücksetzer kommen kann. Das hängt halt einfach damit zusammen, wie auch die allgemeine Börsenlage ist. Davon kann sich BlackRock halt nicht abkoppeln als Vermögensverwalter. Aber sie sind sehr gut aufgestellt und wir haben hier den Net Inflow gesehen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Signal, dass nach wie vor Kundengelder netto in das Unternehmen reinfließen und nicht raus. Und man ist nach wie vor hochprofitabel, das seht ihr ja auch alles hier, und hat weiterhin seine Dividende, die man ausschüttet. Und die ist bei knapp bei 3%. Eine super Sparplanaktie, aber auch eine tolle Aktie für einen Einzelkauf, meine ich, wenn man davon überzeugt ist. Wenn man genügend Cash auf der hohen Kante hat, kann man sich ja hier auch Kauflimits setzen und dann mal schauen, wenn man hier wirklich was Negatives nimmt und dann, falls die Aktie mal richtig runterrasseln sollte, dann kann man immer gucken, ah, was für eine Renditeerwartung hätte ich denn jetzt, wenn ich jetzt kaufen würde. Und so könnte man auch als sehr konservativer Anleger vorgehen, um beispielsweise dann sich BlackRock ins Depot zu holen. Gut, meine lieben Aktienfreunde, das waren jetzt hier die drei Earnings-Updates, die wir hier auch bereits abgehandelt haben. Wir haben noch mehr Earnings-Updates gemacht, zum Beispiel zu Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor, Pepsi und so weiter. Ab und zu veröffentlichen wir ja auch hier so allgemeine Marktstudien bzw. Artikel. Wir werden auch nächste Woche wieder neue Earnings-Updates veröffentlichen. Am Montag gibt es Union Pacific beispielsweise, auch eine starke, interessante Dividendenaktie. Und es wird weitere zwei Earnings-Updates geben, ist geplant. Welche das sind, das wissen wir nicht genau, weil wir lassen euch abstimmen in der Facebook-Gruppe Aktie an Bord. Da läuft gerade die Abstimmung, die geht noch bis Montagmorgen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, welche zwei Aktien ihr euch wünscht und machen da auch ein Earnings-Update. Gut, meine lieben Freunde, ich hoffe, es war gute Unterhaltung, im besten Fall auch lukrative Unterhaltung. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Schauen wir mal, wohin die
Börse tendiert nächste Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.